So, da sind wir wieder zurück. Philipp wurde gerade schon angegriffen, haben wir ein bisschen zu spät geguckt, war Hinterhalt gescheitert, aber Pyrrhus sieht einfach so machen lassen, alles gut. Und Jan Schuh ist jetzt aus der Stadt rausgelaufen. Das Problem ist, wir sind müde. Machen wir die selber, ja? Ja. So, und ich wollte auch unbedingt nochmal eine Schlacht schlagen, habe ich übelst Bock nochmal drauf gehabt. Vor allem mit der geilen Sun-Rennen. Wir können jetzt den Herrführer, also Yuan Shu, können wir jetzt persönlich töten. Oh yeah. Das ist der Typ hier vorne. Guck mal, die haben alles Level 1, Level 2 und ich habe hier. Und die haben doppelt so viel Mann, ne? Mann. Ah, die gibt eine Verstärkung. Dann müssen wir halt schnell machen. Die Armee schnell weg und dann die Verstärkung noch weg. Aber da ich gute Einheiten habe, denke ich mal, wird das kein Problem. Ja, naja. Bodenschützen, 4 Stück sind scheiße. Ja, die Bodenschützen, 4 Stück sind scheiße. Der Rest ist eigentlich ganz gut, ne? Ja, 2 so eine Kampftypen sind kacke. Und die Kavallerie ist kacke. Also die Hälfte sind gute Einheiten, würde ich sagen. Bisschen mehr als die Hälfte. 2/3 sind gute Einheiten. Du hast gute Herrführer, glaube ich, ne? Die Herrführer sind krass. Aber ich weiß nicht, was er ist. Er hat bestimmt auch, er ist auch gar nicht so doof. Ne? Auf jeden Fall müssen wir jetzt die rauskommende Armee schnell vernichten. Ja, ganz einfach, ich würde sagen, ganz normale Aufstellung und dann drauf gehen. Okay. Soll ich dann die Kavallerie und ein, zwei Herrführer nehmen oder wie machen wir's? Ja, kannst auch, oder nimmst alle Herrführer und ich nehme die normale Armee und du die halt, ja. Ja. Dann flexibel. Dieser Moralbonus, den gibt's halt leider nicht mehr, ne? Das war sonst immer bei den anderen Tote-War-Spielen, hast du eigentlich mal einen Herrführer so in die Mitte gestellt, weil er noch so einen Umkreis hatte. Vor allem bei Warhammer war es halt so. Das weiß ich noch. Ja. Dass du halt irgendwie Moral gepusht hast oder so mit dieser Aura-Größe und hier und da. Und das gibt's hier irgendwie nicht mehr. Deswegen hier 3 Herrführer plus 2-mal Kavallerie irgendwo drauf schicken, die gewinnen 100%ig, ne? So ein bisschen schade gemacht, aber gut. Ja, man hat es nicht geschafft, diesen normalen Stil zu spielen, den Geschichtsstil. Ja. Wo du ein ganz normales Bataillon hast, einfach nur. Das wäre halt geil mit dieser Leibgarde und so, das fand ich immer ziemlich cool. Aber wie gesagt, da haben wir irgendwie so am Anfang falsch eingestellt, aber es war auch nicht, finde ich persönlich auch nicht richtig erklärt. Gab's nicht. Das gab's einfach nicht. Oh, wenn wir schnell machen, sind wir auf dem Berg und können dann runterballern. Das ist natürlich geil. Ich hab viel zu viele Bogenschützen, fällt mir. Ah, nee, doch nicht. Aber die kommen von genau hinten, kommen die dann. Von hinten? Ja, wenn wir jetzt angreifen, kommt die Verstärkung von hinten. Ja, das heißt, wir müssen jetzt halt schnell rauf. Ich würde mich auf die linke Flanke stellen, hast du was dagegen? Oh, ja, passt. Sie macht Flächenschaden. Er macht Flächenschaden. Er macht Flächenschaden. Ach so! Nö! Die machen ja alle Flächenschaden. Einfach, das heißt, mit denen einfach in die Links reinlaufen, das aktivieren dann. Und fertig, ne? 1, 2, 3. Die sollten 2 sein, da mich nochmal. 2, 3. Und das ist ein Anti-Kavallerie. Lass ich erstmal da. Warum soll der die daneben stellen? Okay, jo. Dann losgehen? Jo. Mal ein bisschen breiter aufstellen. Bleibst du links von dem Ding da oder geradeaus? Ja, also einfach drauf gehen, oder? Oh. Also links von dem Ding oder was, ne? Ja, so also in der Mitte durchlaufen, halt, wenn es geht. Ja, hier kommt nämlich schon die Verstärkung, ne? Okay, du gehst links lang, dann. Weiß nicht, was ich zu tun habe. Ah, jetzt stellen die sich so schräg auf, die Idioten. Hast du nicht die Formation eingerastet? Hast du die zur Steuerung 1 oder so hast du bestimmt gemacht, oder? Genau. Ja. Kannst du diesen kleinen, dieses, das und so, ach, wie nennt man das? So ein Schlosszeichen. Wenn du das Schlosszeichen machst, genau. Dann bleibt die Formation so. Dann kannst du kannst zum Beispiel jetzt auch, wenn du die 1 anklickst, wenn du die 1 anklickst, Digga, dann kannst du auch mit rechter Maustaste sie drückt lassen und dann kannst du die ausrichten, so wie sie stehen sollen. Oh, dann können wir das auch mal in der ganzen Armee machen. Na klar. Du nimmst die 1 und sagst. Die eine, was du das dann, ja. Ah, jetzt ist alles für den Arsch. Ah, scheiße. Okay, so. So müsste es gehen. Jetzt bin ich aber ziemlich breit. Was machen die? Nee, das war jetzt. Das stehen sich jetzt, glaube ich, alle nebeneinander auf. Ah, dammit. Machen wir doch nochmal manuell. 2. Sind die ja schon aus der Puste bei uns? Sehr müde, ja, das ist das Problem. Du warst wieder in Dings-Modus, ne? Im Schnelllauf-Modus. Die sind nämlich sehr müde alle schon wieder. Natürlich ganz kacke.
Da musst du mal ein bisschen aufpassen, Digga, ne? Da musste ich, dachte nicht, dass die überhaupt noch eine Armee da drin haben. Das ist ein Fehler von Ausrufezeichen eigentlich. Meiner Seite. Aber warum kommt denn? Warum ist der Gegner? Kommt der nicht? Der wartet doch, bis seine Verstärkung da ist. Das ist doch clever. Weißt du? Der wartet, bis sie zusammengezogen ist. Das hat er schon öfters mal gemacht. Das ist clever von ihm. Ach, Schnee. Minus 25% Geschwindigkeit. Aha, guck mal in der Sau. Das ist schon die. Ah, ich scheiße schon alle zusammen. Siehst du das? Alle zusammen, ja. Aber wir schießen von oben. Scheiße. Wir sind von oben. Wollen wir in die Berge da rein? Willst du in dieses Ding rein? Ich glaube, wenn wir einfach hier stehen, haben wir ja schon höheren Ground. High schon Ground. Okay. Ich glaube, ihr gebt nicht euer Bestes. Oh ja, ein Shootiger hier ist ja Smackdog. Bei dem auch keine Kavallerie, guck dir das an. Naja, wenn du mit der Kavallerie hinten in die Bogenschützen reingehen könntest, wir haben ziemlich viele Bogenschützen. Dann, ne? So muss der Kampf anfangen. Das ist eigentlich ganz gut, weil die meisten meiner guten Einheiten haben Verteidigung gegen Geschosse, also. Ich bin nicht ganz so anfällig. Jetzt kommen sie schon. Wie weit bist du? Sieht eigentlich okay aus. Oh nein! Was denn? Deine Schlachtformation sieht noch nicht so geil aus, aber. Nee, ich hab die gerade richtig versaut. Keine Ahnung, was passiert ist. Ach, die haben echt eine Menge Einheiten, ne? Das ist echt hier, das sind halt 6500 Einheiten. Das ist schon scheiße, dass wir die nicht. Gar nicht, irgendwie. Weil die Verstärkung halt von hinten kam, ne? Ist ja klar, die kam ja auch von hinten. Sind ja genau aus der Stadt rausgelaufen, zielgerichtet auf dich. Damit kommst du von hinten. Hast du irgendwie eine Chance, deine Leute auf lose Formation zu stellen? Die Bodenschützen zum Beispiel? Dann mach das bitte. Dann sind sie nicht so anfällig für Feindbeschuss. Und super viele Einheiten auf lose Formation stellen. Es würde erstmal einen Bodenschützenhagel von beiden Seiten geben, weißt du? Das gibt bei den guten Einheiten eigenartigerweise gar nicht. Und immer wenn man Einheiten gemixt hat, dann gibt er einem irgendeine andere. Nee, du musst dann einzeln machen. Die Bodenschützen einzeln anwählen und sagen lose Formation. Das müsste aber denen, oder? Aber warum geht. Nee, geht nicht. Ich weiß nicht, wieso. Scheiße, da sind ja die Drecksbodenschützen. Und die besseren Bodenschützen? Du hast ja ein paar bessere schon, ne? Und du hast auf jeden Fall diese komischen Endebar. Ach, hier, wie heißen denn die? Jadedrachen? Azu-Drachen. Die können auf jeden Fall irgendwas. Können dann warten wir jetzt hier. Das wäre natürlich ein Katapult geil, ne? Weil dann kommen sie irgendwann. Oh, auf jeden Fall. Verkackt, würde ich sagen. Ne? Also versuch irgendwie dich ordentlich aufzustellen, noch haben wir Zeit. Bodenschützen ruhig ein bisschen näher ran, dass die mehr Reichweite haben, Digga, weil so viel Reichweite haben die nämlich nicht. Wenn du mal tutzt, wenn du auf deine Bodenschützen raufstehst, die haben echt wenig Reichweite. Wenn die so weit wegstehen von den Nahkämpfern, weißt du? Hm. Gegner macht's clever, die jetzt mit zwei Herdführern und Speerträgern, glaube ich, auf mich. Oder nur mit Kavallerie. Und dann wechseln wir einfach die Seiten. Die haben sich ja richtig geil aufgestellt. Na, die andere Seite sind auch Speerträger. Also die haben Speerträger nach außen, in der Mitte haben sie so Kloppies und dahinter. Und jetzt laufen sie los. Ja, also die KI, muss ich ganz ehrlich sagen, macht das gar nicht so schlecht. Ja, und vor allem die große Bedrohung, also das sieht nicht gut aus. Also wenn wir. Ich habe das einzige Glück, dass meine Einheiten gegen Geschosse gut sind. Ansonsten. Chef schreibt mir gerade, Umleitung ist raus, also ich habe jetzt keine Bereitschaft mehr, Schweiß abwischen und WE machen. Der Typ ist echt der geilste, Mann. Besten Chef überhaupt. Den ganzen Planeten erwischt. Der Typ. Wahnsinn. Und dann würde ich mal sagen, was macht denn ein Bataillon da? Dann läuft er komplett durch die Reihen durch. Oh, Philipp. Was ist das? Feuerpfeiler habe ich nicht, ja? Die Milizen sind das. Nee, anscheinend nee. Nein, die Kavallerie. Versuch auf. Was machen die denn? Versuch auf jeden Fall auf die Nahkämpfer zu gehen, oder? Und vorher ja ich noch nicht, doch vorher noch halt. Irgendwo sind die Heerführer noch, ne? Die mit der Kavallerie. Da ist die Kavallerie, die kriegst du aber hin, oder? Mit den Speerträgern? Ah, nee, ich geh erstmal auf die Heerführer. Kavallerie kommt von links.
Sehe ich nicht, scheiße, ich dachte, es geht. Oh, die laufen genau auf deine Bataillone, die tut's in den Kavallerie. Scheiße, die haben ja Speerträger und so, ne? Ja, stimmt auch schon, okay. Ja, ich muss auf die Bodenschützen, glaube ich, hinten gehen. Problem ist, die sind sehr müde, die sind arschlangsam! Kannst du Heerführer schicken? Das ist nicht gut, dass die hier. Also doch, oder was? Aber das sind Speerträger, ne? Ich geh jetzt auf die Bodenschützen. Also ich finde gut, dass wir unsere Position halten. Sieht gut aus. Ja, du, genau, du musst halten, ich hol die Bodenschützen kaputt. Mach ich ja. Hier so von hinten, zack. Am allerbesten wäre es, wenn du ein Bataillon hier hin. Ja, ja, ich sehe es, ich sehe es. Nicht hier hin. Ich sehe es ja schon, ich weiß, was ich machen hier, muss. Hier ran, weil der nur. Weil er quasi 1 gegen 1 ist. Oder du machst die Bogenschützen hinten weg. Aber Flächenschaden? Da ist ein Flächenschaden gemacht. Die Bogenschützen fliehen. Ja genau, mach einfach hinten die Bogenschütze. Kannst du die Heerführer hierher schicken? Weil hier verliere ich gerade am meisten. Oder ne? Ja, du mach die einfach da hinten weg. Rechte Flanke ist ein bisschen schwach, aber... Noch mal cool, denke ich. Los von hinten rauf, los, los, los! Wappnet euch! Bereit machen! Es ist soweit! Also bis auf die rechte Flanke sieht es eigentlich okay aus. Wappnet euch! Den Männern fehlt Munition! Sie können nicht feuern! Antreten! Spürt den Zorn der Erde! Kannst du hier links die Kavallerie rausziehen? Die kriegt das aufs Maul, glaube ich. Mach ich gleich weiter. Wo ist denn die Kavallerie jetzt hier? Oh. Okay. Ist schon weg. Sieht gut aus. Ja? Ich sehe es sonst nicht. Weil wir bessere Einheiten haben. Na guck mal, ich kann jetzt zum Beispiel in der Mitte. Habe ich ein Bataillon frei gehabt, damit konnte ich den dann ein bisschen vorrücken und dann den Rücken fallen. Ja, das ist immer wichtig. Jetzt ist das frei halten, jetzt kann ich das nach links, dann nach links schieben und jetzt nach rechts. Genau das gleiche nochmal machen. Nur halt links sind es gerade weniger Einheiten, aber das ist okay. Kannst du auf die Heerführer gehen hier in der Mitte? Ich bin auch hinten mit dem Bodenschützen übelst beschäftigt, ne? Ja, ich bin noch da erstmal fertig. Würde ich ganz gerne. Die Reinheit flieht, Feiglinge! Die haben auch noch eine Minute. Die ganzen Fähigkeiten, die dann immer ab sind, ne? Diese komischen Flechtschanz-Dinger, ey. Meine Herren. Was gebracht hat, ey. Das Bogenschützen noch im Nahkampf schicken. Ich bin schon hier noch erstmal. Die feindlichen Krieger rennen! Die Bogenschützen hinten sind schon ziemlich dezimiert. Ich weiß nicht, wie die Front aussieht. Sieht eigentlich ganz gut aus. Weil ich jetzt noch mit den Bogenkämpfen in den Nahkampf gehen kann. Damit kann ich auch nochmal in den Rücken fallen. Warum ist halt nur, dass ich hier. Ja, die Heerführer, die beschäftigen sich mit meinen Bogenschützen. Das ist ziemlich dumm von denen.
Versuch es mal von hinten da reinzufallen mit der Kavallerie, die ich noch hab. Perfekt, genau. Perfekt, hier einfach noch reingelaufen, die fliehen sofort. Geil. Also im Rücken fallen, das klappt einfach wirklich immer. Ja. Finde ich gut. Ja, ja, ein Loop ist. Mit denen das genauso funktioniert. Meine Typen da. Ja, wir werden einfach die überlegenen Einheiten ganz einfach, muss man so sagen. Oh. Hier rechts sieht es ein bisschen dünn aus, aber ich denke mal, ist okay. Also einfach ist halt, also sind ja schon vorne, ne? Aber warum haben die noch Pfeile da hinten? Kannst du mit den Heftführern hierher kommen? Dann können wir die Typen, die töten. Wohin? Wohin, wohin, wohin? Steig nochmal an. Ja. Scheiße, warum sehe ich nicht? Also ach, da, wo jetzt, der Johann Schau ist. Ihre Einheit flieht, Feiglinge! Unterwegs. Beeilt euch! Bewegung! Es ist soweit! Angriff! Kann sein, dass ich den einen hier noch mit normalen Einheiten getötet krieg. Ja, jetzt flieht er. Nee, naja. Der andere ist auch fast tot, ne? Ab geht er! Perfekt. Der Phönix erhebt sich. Oh, hier rechts haben wir auch gewonnen. Alle fliehen. Na, jetzt fliehen sie alle. Gibt's überhaupt noch einen, den nicht fliehen? Der feindliche General war uns nicht. Johann Schau ist tot! Yes! War's, ne? Ja. Nice, Jungs! Also macht man das. Das war ziemlich eigenartig. Ich meine, wir hatten uns breit aufgestellt, die Gegner waren ja genauso breit, aber ja, irgendwie haben sie dann in der Mitte eine Lücke gelassen. Und dann konnte ich quasi mit einem Bataillon einfach durchlaufen und dann von hinten reinfallen. Ja, und natürlich. Die Bogenschützen komplett aufgeräumt. Ich wollte gerade sagen, die haben ja dann irgendwann gar nicht mehr auf die Front gefeuert, ne? Ja, und dann sind quasi, dann bin ich einem den Rücken gefallen, dann sind die weggelaufen, dann habe ich gerade die zwei Bataillone frei. Dann habe ich eins nach links, eins nach rechts geschickt. Und guck mal hier, das Mittel hat quasi von. Das ist mir der 336 platt gemacht, du. Das ist natürlich geil. Ne? Problem ist noch, ich glaube, ich werde jetzt nicht die Stadt angreifen können. Mit der Armee. Ich glaube auch nicht. Ich bin ziemlich viele Leute verloren. Beste Einheit war die Bodenschützen hier. 466. Eieieiei. Was? Ja. Marion, Schau hat auch 255 Bodenschützen von dir. Ja, die bessere, die mittleren sozusagen. Die in Level 10. 466 Mann. Das ist natürlich ganz ordentlich, mal, ne? Das ist heftig. Nicht schlecht. Oh, die Armee ist weg? Ja. Komplett? Wir haben zwei Helfer platt gemacht. Ja. Oh, der lebt noch. Nee, aber das ist doch ein neuer Typ jetzt. Ich nehme jetzt mal auf jeden Fall Nachschub. Nee, ich glaube, mit der Armee muss ich jetzt mal nach Hause gehen. Hm. Ist ein bisschen, naja, ne? Achso, die waren ja dran, siehst du mal. So, eure Runde. Johann Schubert hat zum Zorn gebeten, den Krieg, den dich. Ah, du hast. Oh Gott! Oh Gott, Digga! Johann Schubert hat Zorn gebeten, den Krieg, den dich beizutreten. Wem? Jungs?
Yuan Shao, der Typ, den du gerade angegriffen hast. Ja. Yuan Shu hat Son gebeten, den Krieg gegen dich beizutreten. Na, dann geht's jetzt los. So, das heißt. Machst du auch mit, wa? Na, ein paar Runden später, aber ja. So, dann sage ich, das erste, was ich jetzt mache, ist versuchen, dass wir Qi versuchen. Konföderation mit Qi eingehen? Minus 98, achso. Hier, Unerkömmlichkeit unterstützen. Warum denn minus 16? Ist krass, ne? Da ist eine Kaiserstadt Level 10. Nehmen auch nur 2. Okay. Ich tritt's aber hin. Jetzt haben wir wieder länger dauert. Blut, du sag ein. Ich kann nach oben laufen, ist perfekt. Also ich kann auf jeden Fall die Unterstützung erbeten. Die nicht die Unterstützung, sondern dass ich Qi versuche unabhängig zu machen. Habe ich jetzt gemacht, Digga. Also wenn Qi sich jetzt unabhängig macht, dann bin ich auf jeden Fall auf der Kriegsseite dabei. Uiuiui. Ich habe meine Armeen halt überhaupt nicht an der Front, ne? Boah, krass, meine Generäle sind alle drei noch bei bester Gesundheit. Wie hast du denn das gemacht? Ja, nur gegen Bogenschützen gekämpft, ne? Ich hab die halt nur ins Wo reinlaufen lassen. Nicht wie Tutzen, wo auf einmal mein, wo wir so eine epische Schlacht schlagen und auf einmal ist mein kommandierender Feldgeneral von der Kavallerie tot. Mit 65? Ja, passiert. Was passiert? Ich hab wahrscheinlich gedacht, meine letzte Schlacht, da machen wir jetzt hier einen auf. Ne? Arrivederci. Oh, was mit der General ist unglücklich. Mann, Leute, ey. Willkommen. Wer denn? Ach, auch noch er. Och, Junge. Warum machst du denn jetzt diesen, Alter? Wo bist denn du jetzt unglücklich? Du Schneffe. Du Penner. Oh, nur mit, ne? Nur mit solchen Leuten, ey. So, dann wollte ich jetzt mal da drauf gehen. Musste und anfangs rekruten. Um halt auf diese 10% Nachschub zu gehen. Ich glaube, das ist nämlich da nicht so eine schlechte Idee. Wenn wir so viel Krieg haben, 10% mehr Nachschub, dann in 5 Runden aber erst, Digga, ne? Nicht jetzt leider. Weißt du, wie kann man als KI denn so krank sein? Ich meine, der hat nur noch ein Land, noch eine Provinz, jetzt macht er den Krieg mit. Nee, wer macht den Krieg mit? Wahrscheinlich. Nee, der hat Zon angezettelt. Das Zon. Der hat Zon gesagt, hier, mein Duda, ich verliere gerade, ich bin gleich tot, mach mal du mit. Weißt du auch warum? Wir hätten. Nee, weißt du, was das Problem war, Digga? Yuan Shu haben wir nämlich eigentlich getötet, dachte ich. Haben wir ihn getötet? Ich meine. Ja. So, das war unser Problem. Weißt du, der war noch zurechnungsfähig. Das war noch einer, weißt du, der war noch mit Ehre. Der wusste, wenn er untergeht, ist er was, ne? Jetzt haben wir ihn getötet, haben ihn so ein kleiner Spinner an die Macht und der hat gesagt, ey, weißt du was? Ich will die Welt nur noch brennen sehen. So das ein scheiß sein, Wichser. Ja. Das ist wirklich so. So, ich wollte eine Sache nochmal versuchen und zwar, ich denke mal, da hast du nichts dagegen. Hinterhalt. Ach so! Nee, ich wollte eigentlich mit den Rebellen, der gelben Turbane, weil die uns eigentlich ganz freundlich gestimmt sind, wo ich eigentlich mal irgendwie so ein bisschen so bündnismäßig, läuft nicht so. Muss ich leider sagen. Ja, aber, ich meine, hab ich gesagt? So, Philipp muss jetzt gerade mal ein paar Sachen machen mit der Reform und so weiter, deswegen werden wir die Folge mal ein bisschen kürzer machen, außerdem will ich mir was zu trinken holen. Ne, das ist eigentlich der Grund. Deswegen würde ich sagen, da wir schon ein paar längere Folgen hatten und die Schlacht in der Folge hatten, reicht das erstmal. Bis denne. Ciao.